Also, guten Morgen, Lorenz. Super, dass du jetzt heute so kurz vor die Finals noch die Zeit gefunden hast für ein kurzes Interview vor dem Spiel gegen TBA. Sag mal einfach mal gestern, wie lief's für euch? Seid ihr zufrieden mit eurer Leistung? Ja, also prinzipiell waren wir schon sehr zufrieden. Hat gut angefangen mit Nuke, mit dieser extrem starken Terrorleistung von uns. Und das haben wir natürlich als CT dann auch so fortgesetzt und beendet das Spiel mit einem 16 zu 2. Das 2 hat eigentlich gut angefangen wie das Terror, mit einem 11 zu 4, glaube ich. Das kann man eigentlich lassen. Leider ist dann das CT ein bisschen die Unruhe ins Spiel gekommen und ja, es ist ja dann ein bisschen knapper geworden, aber es war trotzdem, glaube ich, ein 16 zu 11 oder sowas oder so. Ich weiß jetzt auch nicht genau, weil wir haben es dann wieder erfangen und haben dann das Spiel auch noch für uns entschieden und somit eigentlich gegen die Stofftiere, also Ex-Stofftiere, jetzt Langewitter, einen schönen Sieg errungen und haben das natürlich auch noch ein bisschen gefeiert. Das ist auch richtig so. Wie schätzt du die Leistung von Just Play ein, die gegen gestern einen absoluten Krimi gegen das neue TBA eSports gespielt haben, mit den ständigen Problemen etc.? Wie schätzt du die Leistung ein von dem jungen Schweizer Team? Ja, also prinzipiell von dem neuen Team von Chassplay. Also von der spielerischen Leistung her gibt es wirklich ein paar Einzelskiller her. Die sind sehr stark und sie haben sehr gut gespielt. Wären diese Drops nicht gewesen, wäre es, glaube ich, anders ausgegangen. Ist ja halt der Pech für sie, aber ja, es ist halt schade, wenn in einem LAN-Haus in der Schweiz kein Internet geht. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich und ich glaube, da werden ein paar Leute noch ein paar, ja, wird es noch ein Nachspiel haben vielleicht, aber prinzipiell waren sie eben einiges stärker, kann man sagen. Ich meine, Gummi oder TBH hatte auch ein paar Probleme mit Burnin, dass sein Auto kaputt gewesen ist, aber sie hatten beide Nachteile und der Bessere hat dann gewonnen, kann man auch wieder so sehen. Ob jetzt einer nicht spielt oder einer jede Runde droppt oder jede vierte Runde droppt und das kann natürlich auch ein Spiel entscheiden. Jetzt kommt es ja dann zum von vielen schon erwarteten Finale zwischen Zegras Gaming und TBA eSports. Was erwartest du in Anbetracht auch der eventuellen Probleme, dass Bernie vielleicht auch heute nicht spielen kann? Was erwartest du allgemein vom Spiel? Und die wichtige Frage, welche Maps sehen wir nicht? Also sehen werden wir sicher D-Train nicht. Und was sie rausvoten, weiß ich noch nicht. Ich schätze mal, es wird sicher Inferno, Nuke und Tuscan werden. Oder das zwei vielleicht auch noch. Zum Spiel selber, ja, wird sicher ein sehr interessantes Match. Diesmal werden wir ein bisschen besser spielen als die letzte Season, also die letzte EPS Finals. Und werden uns natürlich bemühen, dass wir wieder mal Erster werden in den österreichischen Alpen und Schweizer Alpen. Und ja, also von dem her, wir sind sehr optimistisch, hoffen halt, dass natürlich Bernie spielen kann, dass es da im Nachhinein keine Ausreden oder so gibt, wer denn gewonnen hat, das werden wir dann eh später sehen. Super, ich bedanke mich und dann freuen wir uns heute Nachmittag auf die Finals TBA gegen Krass Gaming.